So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2 Archelos. In den letzten Folgen, würde ich sagen, haben wir die Stadt erkundet. Wir müssten eigentlich überall gewesen sein. Ja, eigentlich schon. Außer vielleicht da ganz... Nee, da war die Kirche. Nee, wir waren überall. Und jetzt machen wir mit der Hauptquest weiter. Weil hier wird uns unser Onkel und die Bartdame erwarten, die uns wahrscheinlich ein Zimmer gibt. Erstmal klauen wir den Schnaps. Meine Meinung will ja keiner hören. So, wer seid ihr? Nehmen wir halt mit. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Hier ist die gute Helga. Mit der sollen wir quatschen. Hat unser Onkel gesagt. Schreiben wir noch einen Namen. Arnold, Tom. Die Chancen stehen. Davos, Mikkel, der Bier klaue ich erstmal, ja? Habt ihr nicht gesehen? Das hat er wirklich nicht verdient. Vielleicht fangen sie an zu heulen, alle drei. Midlife Crisis, ihr Bier ist weg. Es wird noch viel schlimmer. Hey, du da! Was willst du, Rotzlöffel? Ja, siehst du, Bier klaut und schon ist er pissig. Lasst euch nicht stören. Na klar, und jetzt verschwinde. Das würde mich nicht überraschen. Hallo, wie geht es dir? Großartig, absolut großartig. Alanos sei mein Zeuge. Aber dieses Land geht den Bach runter. Was ist los? Der König kümmert sich einen Dreck um uns. Die Steuern, die er dieser Stadt aufbürdet, sind ein totaler Beschiss. Übertreibst du da nicht ein bisschen? Vor einem Monat konnte ich mir noch 2 Gläser Bier pro Tag leisten. Heute nur noch 1. Einen Monat später muss ich mir Arbeit suchen. Wo soll das noch hinführen? Es gibt doch nichts Besseres als tragische Nachrichten. Ganz genau. Anständig bezahlte Arbeit zu finden wird immer schwieriger, denn jeder stellt lieber billig Leute von den südlichen Inseln ein. Hey, was ist los? Das gleiche wie immer, trinken, jammern und rumsitzen. Ein Tag wie jeder andere. Wird dir dieses Leben nicht langweilig? Weißt du, es ist gar nicht so schlimm. Ich habe warmes Essen, ein Glas kaltes Bier und meine Kumpels Arnold und Mikkel sind bei mir. Warum hast du deine Arbeit gekündigt? Ich würde eher sagen, dass es die Arbeit war, der mir gekündigt hat, oder genauer gesagt, die verdammten Veränderungen bei den Mitarbeitern im letzten Sommer. Ich habe meine Arbeit verloren, aber Steuern sind weiterhin fällig, so ist es eben. Wenigstens war Mikkel so nett, mich bei ihm aufzunehmen. Warum suchst du dir nicht eine andere Arbeit? Ich habe es nicht eilig. Vielleicht werde ich eines Tages, finde ich, vielleicht auch nicht. So lässt es sich auch leben. Naja, war gar nicht so weit entfernt, war von der Midlife-Crisis bei das den dreien. Mich nicht überraschen. Bravos. Hey, du. Oh, sieht aus wie ein krasser Ficker. Hey, was machst du hier? Ich trinke Hundepisse, weil sie in diesem Rattenloch nichts anderes anbieten. Was zum Teufel interessiert dich das, Penner? Wie wäre es, wenn ich dir etwas Besseres kaufe? Nun, ich trinke gern noch etwas mehr. Bring dir einfach etwas, das stark genug ist, um mir den Rachen frei zu brennen. Ich werde versuchen, so etwas zu finden. Wie geht's? Anstatt mir ins Ohr zu faseln, mach dich nützlich und bring mir ein oder 2 Schnäpse. Mach flott, oder ich werde ungemütlich. Jojo. Wir gehen mal umgucken. Und sorry, Leute, falls ihr meine Stimme ein bisschen komisch anhört. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Wir können nur abwarten. Also, er ist nicht direkt krank, aber ich habe irgendwie so ein leichtes Kratzen im Rachen. Daher entschuldige mich schon mal dafür. Das war doch klar. Ist die Tür offen? Sehr einladend für Diebe, wie uns. Das ist ja interessant. Aber nichts zu finden außer rein, wie immer. Naja gut, dann reden wir mit Helga, wa? Mal schauen, was die gute Dame zu sagen hat. Hier bahnen wir nachher mit Kurt. Geil. Vielleicht finden wir unseren Bruder. Nehmen wir mit dazu. Bahnen wir zu dritt. Geil. Okay, die ist abgeschlossen. Dann gehen wir wieder runter. Hier haben wir noch ein Bier mitgenommen. Hier ging es raus, oder? Ja. Hier waren wir ja gerade. Ach, scheiße, Mann.
klar. Na, das ist bestimmt mein Zimmer, oder? Schön mit Bild. Schön mit Topfpflanzen. Wenn ich hier wieder ausziehe, dann ist alt. Vertrocknet. So, gucken wir mal. Wo ging es runter? Hier. Der erzähl ich gar nichts mehr. So, Helga, schönes Kind. Wir speichern hier mal ab. Der 1 einfach mal. Und dann let's go. Wer bist du? Junge, du bist in einer Hafentaverne. Wer könnte die Frau hinter dem Tresen wohl sein? Ich bin die Gastwirtin und man nennt mich Helga. Du befindest dich in meiner Taverne zur Clan den Sirene. Warum dieser Name? Oh, so hat mein Vater sie genannt. Offenbar war es zu Ehren meiner Mutter. Aber ich habe nicht nach Details gefragt. Ja. Was hast du anzubieten? Räudige Hafenmädchen und eine kostenlose Tracht Prügel vom örtlichen Schläger. Aber mal im Ernst. Das Übliche. Rum, Bier oder etwas zu essen, um den Körper aufzumuntern. Also bei räudigen Hafenmädchen, da sag ich nicht nein. So, was haben wir hier? Reste-Pastete. Ist ja ekelhaft, ganz behalten, die Scheiße. Deftige Reste-Suppe. Ist ja nur so ekelhaft, Mann. Was ist da drinne? Fußnägel oder was? Pikanter Hering. Hm, schneller Austern. Nee. Ich komme mit einem Angebot. Mit einem Angebot, sagst du? Hm. Warum trinkst du nicht erst etwas? Ein kaltes Bier für 10 Goldstücke? Ach, scheiße. Auf der einen Seite... Hier kriegen wir vielleicht Pluspunkte, wenn sie so ein bisschen haha, schickimicki machen will. Aber das ist ja natürlich professioneller. Ich habe kein 10 Gold. Ich habe keine Lust. Können wir über das Geschäftliche reden? Dann habe ich keine Lust, Geschäfte zu machen. Okay, ich nehme ein Bier. Gut, jetzt können wir reden. Hm. Vielleicht möchtest du dein Angebot erweitern. Thomas bringt ein neues Bier auf den Markt, dunkel und stark. Es heißt Dunkles Paladiner. Die Geschäfte mit Thomas liefen immer gut. Wie viel will er für eine Kiste? 100 Goldstücke. Nicht verhandelbar. Bitte probiere es selbst aus. Boah, was zum Teufel ist das? Nun. Ich nehme für den Anfang 2 Kisten pro Woche. Ein sehr interessantes Produkt. So etwas habe ich noch nie getrunken, es hat Kraft. Nun, ich denke, das ist alles. Ich werde mich persönlich mit Thomas besprechen. Danke fürs Vorbeischauen. Auf Wiedersehen. Ja, ja. Man sieht sich. Hat sie mir 10 Gold abgeluxt. Die alte Junge. So, hier ist ein Starkbier. Hey. Hm. Das habe ich schon immer gesagt. Ich konnte hier eine Quest bekommen? Nee, oder? Nee. War ich jetzt überall überhaupt? Helga war ich. Gerstand. Ach, Altstadt, da war ich noch nicht. Gerstand war ich noch nicht. Lennart war ich. Bordell war ich auch. Ja, wir fluss noch die Altstadt, okay. Das war doch klar. Kurt hat mich geschickt. Ich bin sein Neffe. Mein Onkel hat mir gesagt, ich soll mit dir reden, wenn ich in der Stadt bin. Ich kann mich nicht erinnern, dass Kurt einen Neffen hatte. Lass mich dich mal ansehen. Im Gesicht erkenne ich aber tatsächlich eine leichte Ähnlichkeit zu dem alten Glücksspieler. Ich bin nicht von hier. Ich bin erst kürzlich auf Achrolus angekommen. Ich habe nicht das Gefühl, dass du mich austricksen willst und wenn du es versuchst, zahle ich es dir heim. Okay, was willst du? Angenommen, jemand, der mir nahe steht, wird vermisst. Was ist deiner Meinung nach der beste Ort, um mit der Suche zu beginnen? Ein Vermisster?
Wenn du nicht vorhast, die ganze Stadt auf eigene Faust zu durchsuchen, fallen mir zwei Organisationen ein, die dir helfen können. Die Stadtwache und die Händlergilde. Die erste befasst sich mit allen Verbrechen und Problemen der Bürger auf der Insel. Wenn du Roderich dein Problem meldest, kann er dir vielleicht irgendwie helfen. Und, dass du kein Bürger bist, macht die Sache nicht gerade einfacher. Die aktuelle Lage auf der Insel ist nicht ideal und der Kommandant möchte wahrscheinlich keine Männer von der Straße abziehen, um nach einem Fremden zu suchen. Die Händlergilde Ahazos hat ein umfangreiches Netzwerk an Kontakten und ist dafür bekannt, schwierige Aufgaben zu übernehmen. Einer von Lorenzos Jägern wird dir sicher einen Rat geben können. Gildenmitglieder arbeiten allerdings nicht umsonst. Für ihre Dienste zu bezahlen, könnte deine Möglichkeiten übersteigen. Was soll ich also tun? Wenn Kurt es noch nicht geschafft hat, das Vermögen zu bekommen, von dem er träumt, und du selbst nicht ein paar tausend Goldstücke in der Tasche hast, um die Suche zu finanzieren, dann empfehle ich dir, dich einer dieser Organisationen anzuschließen. Als Mitglied einer solchen Organisation würden sich dir sicherlich viele Türen öffnen. Du hättest ein Dach über dem Kopf, ein paar Goldstücke als Lohn und könntest sicher um den ein oder anderen Gefallen bitten. Bedenke nur, dass die beiden Organisationen seit der Beschlagnahmung der Händlerflotte eine ziemlich angespannte Beziehung haben. Ich bin gerade in der Stadt angekommen. Hast du einen Rat für mich? Die meisten Einwohner sind fremd nicht wohlgesonnen. Vor allem jetzt nicht, wo jeden Tag mehr von ihnen kommen. Versuche Arbeit zu finden und die Bürgerschaft zu erhalten. Wenn du ein regelmäßiges Einkommen und ein Dokument hast, das dich als Einheimischen ausweist, werden dich alle anders behandeln. Was die Bürgerschaft angeht, wendest du dich am besten an den Schreiber Mate. Er beschäftigt sich mit solchen Dingen. Sein Büro liegt gegenüber der Händlergilde und ist kaum zu übersehen. Ich brauche Informationen. Die erste Information ist kostenlos. Der Rest kostet jeweils 10 Goldstücke. Das ist zu teuer. Wie wäre es mit 5 Goldstücken? 6 Goldstücke, weiter runter gehe ich nicht. Na gut. Ich brauche Informationen. Frag, was immer du willst. Ja, das ist alt gut scheiße. Ich brauche Empfehlungen für die Bürgerschaft. Hä? Erst warum sonst? Da fallen mir zuerst Leon und Kuno ein. Sie sind in der Stadt sehr angesehen. Also würde Matt ihre Empfehlungen sicher akzeptieren. Du findest sie auf dem Marktplatz, dort spielen sie oft Schach. Während du dort bist, kannst du Thomas besuchen. Obwohl Acholos für seine Weine berühmt ist, hat dieser Mann mit dem Verkauf von Bier ein hübsches Vermögen gemacht. Die Unterstützung von jemandem wie ihm wird dir auf jeden Fall helfen. Frieda hat ihren Laden auch in der Nähe seiner Brauerei. Normalerweise kümmern sich Handwerksmeister allerdings nicht um Fragen der Bürgerschaft. Aber da sie diese Position bereits innehatte, bevor sie den Laden von ihrem Mann übernahm, nachdem er an die Front gegangen ist, war es Marty, der ihr beides überließ. Wenn du aber lieber am Hafen bleiben willst, Ramona hat in letzter Zeit viel Wirbel gemacht. Es sieht so aus, als könnte sie im Moment etwas Hilfe gebrauchen. Das könnte eine Gelegenheit für dich sein, dir ihren Respekt zu verdienen. Ramona ist eine einflussreiche Frau und Matti wird eine Empfehlung von ihr anerkennen. Wenn du dich bereits im Hafen herumtreibst, halte in der Werft Ausschau nach Ruth. Sie sind zwar nicht eng befreundet, aber Matti und er kennen sie schon seit vielen Jahren. Matti wird eine Empfehlung von ihm sicher anerkennen. Zu guter Letzt bleibt noch den Gral übrig. Er ist einer der Feuermagier. Du findest ihn in der Kirche, aber ich persönlich habe keine Ahnung, was du tun könntest, um seinen Respekt zu verdienen. Bruder, ich hoffe, der hat halt mitgeschrieben. Ich brauche Informationen. Frag, was immer du willst. Hast du einen betrunkenen Stadtführer gesehen? Ich bin nicht sehr oft unterwegs, aber ich erinnere mich, dass sich einer meiner Gäste über einen Führer beschwert hat, den er für die Stadtbesichtigung engagiert hatte. Der Typ war angeblich nicht einmal in der Lage, ihn zum Marktplatz zu führen. Anscheinend trafen sie sich neben diesem im Bau befindlichen Haus zwischen dem Fischmarkt und dem Haus des Kartografen Ludwig. Gut zu wissen. Ich brauche Informationen. Frag, was immer du willst. Wo kann ich keinen finden? Suche an den Sandstränden rund um die Insel nach Muscheln. Wenn du Glück hast, findest du sowohl normale als auch schwarze Perlen. Wahrscheinlich werden auch einige Händler und Fischer Perlen zum Verkauf anbieten, aber die Dinger sind ziemlich teuer. Ich brauche Informationen. Frag, was immer du willst. Na komm, nehmen wir die Zone mit. Hast du Ideen, wie ich Gold verdienen könnte? Meiner Meinung nach hast du drei akzeptable Lösungen.
Die erste, du stellst dich bei einem der Meister an und tust alles, was er verlangt, während du das Handwerk lernst. Um ein Lehrling zu werden, musst du zunächst ein Bürger der Stadt Acholos sein. Die andere Möglichkeit ist, dich an den Anschlagtafeln in der Stadt umzusehen. Dort findest du Kopfgelder und Jagdaufträge für Bestien. Wenn du dich dabei nicht töten lässt, kannst du eine ordentliche Menge Gold verdienen. Damit bleibt nur noch eine letzte Möglichkeit. In der Mitte des Armenviertels gibt es ein großes Lagerhaus. Alena organisiert dort abends Kämpfe, bei denen du eine Menge Gold und andere Wertgegenstände gewinnen kannst. Mhm, gut zu wissen. Über den Kämpfen, da wusste ich zum Beispiel noch nicht. Das ist ja interessant. Okay, dann speichere ich mal ab. So, gucken wir mal. Ja, Leon und Kuno war ich eigentlich schon, oder? Thomas, da waren wir auch schon. Rita auch. Die will ja, dass wir jagen gehen mit dem komischen anderen Typen da. Wir waren noch mal Ramona. Naja, wir gehen einfach mal durch. Rute, weiß ich ja, der war ja beim Schiffsbau da hinten, glaube ich. Aber Ramona, die sagt mir gar nichts. Gerade. Was geht denn hier ab? Ach, Ramona, zum Zufall, Mensch. Hey du, was willst du, Junge? Siehst du nicht, dass sich hier Erwachsene unterhalten? Vielleicht kann ich helfen. Was ist los? Du? Helfen? Was würdest du? Obwohl, eigentlich, du bist jung, du bist klug. Wenn du bezahlt wirst, wirst du den Auftrag wahrscheinlich, richtig machen, oder? Ich muss nur die Details kennen. Das ist doch klar. Ich würde dir gerne alles hier erzählen. Aber ich denke, wenn wir das in der Kaserne klären, habe ich eine bessere rechtliche Absicherung. Sagen wir einfach, um ein Ziel zu verfolgen. Also, ja klar. Wenn das so ist... Ab in die Kaserne! Let's go, alle Mann. Ja, vor allem mich dann da, pass mal auf. Es war genau so, wie du sagst. Ist das wirklich wahr? Ja gut. Jetzt so einen riesen Umweg wollte ich eigentlich nicht machen. Alter, wo führen die mich denn hin? Die Kaserne so weit weg? Ja gut, stimmt, scheiße. Hab nichts gesagt. Was ist hier los? Bitte beschreibe mir das Problem im Detail. Natürlich, ich wollte gerade anfangen, es zu erklären. Mein Name ist Ramona und ich kam vor kurzem in diesen scheinbar edlen Hafen, um meine Waren zu verkaufen, neue Geschäftspartner zu finden und mein Angebot mit lokalen Produkten zu erweitern. Ich muss nicht erwähnen, dass die jüngsten Erlasse mich die Rechte an meinem eigenen Schiff gekostet haben und verhindern, dass ich nach Hause zurückkehren kann. Wir befinden uns im Krieg. Da gibt es Unannehmlichkeiten, das verstehe ich. Aber alles, was ich mitgebracht habe, wurde mit einem Hafenkran an Land geschafft, wie bekannt sein müsste. Bitte werde ein wenig genauer. Die Arbeit verlief eigentlich reibungslos, bis meine Arbeiter nach einer Pause entdeckten, dass der Kran beschädigt wurde. Mhm.
Ja gut, ey. Wie kannst du dir sicher sein, dass er beschädigt wurde? Ich habe ihn persönlich inspiziert, es fehlte ein Teil, ein Zahnrad, um genau zu sein. Es wurde mit Gewalt herausgerissen, das konnte man an den benachbarten Teilen erkennen. Ein neues Zahnrad herstellen zu lassen, das zum Rest passt, ist zeitaufwendig und teuer. Mit einer derartigen Verzögerung könnten die zusätzlichen Kosten mich ruinieren. Hat es sie daran gehindert, weiterzuarbeiten? Es hat sie sehr verlangsamt und Zeit ist für mich wichtig. Je länger die Waren auf dem Schiff bleiben, desto weniger Geduld haben die Beamten hier. Nur noch ein wenig länger und sie beschlagnahmen meine Sachen. Um im ursprünglichen Zeitplan zu bleiben, müsste ich weitere Arbeiter anheuern. Die Waren von Hand abzuladen dauert sehr lange und noch dazu beschweren sich alle über die schwierigeren Arbeitsbedingungen und verlangen eine Lohnerhöhung. Wirklich, es ist ein Albtraum. Zeit, dass wir zum Punkt kommen. Nämlich, dass ich weiß, wer dahinter steckt. Sind es die beiden, die da hinten stehen? Ja, ganz genau. Ich habe nicht den Hauch eines Zweifels, dass sie für diese abscheuliche Sabotage verantwortlich sind. Hast du dafür Beweise? Leider habe ich keine handfesten Beweise. Aber ich gebe dir mein Wort, dass ich nicht lüge. Vorwürfe gegen Unschuldige sind unter meinem Niveau. So etwas wäre ein persönliches Versagen. Wer sind diese Leute? Das sind meine Angestellten. Rikon und Vego. Bitte. Ich spreche mit ihnen. Mal sehen, was sie zu sagen haben. Was wisst ihr über die Sabotage des Hafenkrans? Wir? Nichts. Naja, fast nichts. Vielleicht sollte ich das Reden übernehmen, hm? Wie du willst. Also gut, dann will ich es von Anfang an klarstellen. Wir hatten nichts mit dem Schaden am Kran zu tun. Ja, wir mögen unseren Arbeitgeber nicht, aber wir sind ehrlich. Wir werden dafür bezahlt, den Kran zu bedienen, nicht ihn zu beschädigen. Die Höhe dieses Lohns und die Behandlung durch den Boss lassen viel zu wünschen übrig. Aber seien wir ehrlich, warum sollten wir für den gleichen Lohn mehr arbeiten wollen? Ja, das ist ein Punkt. Wo wart ihr, als der Kran nicht mehr funktionierte? Wir waren fleißig. Wir haben Kisten geschleppt. Ich meine, wir haben gearbeitet. Die anderen Arbeiter unserer Gruppe können bestätigen, dass wir nicht einmal Zeit gehabt hätten, den Kran zu beschädigen. Hanmona wirft uns das vor, weil wir einfach die einzigen waren, die mutig genug waren, sich über schlechte Arbeitsbedingungen zu beschweren. Sie will sich rächen, das ist alles. Was glaubst du, wer den Kran beschädigt hat? Jemand aus dem armen Viertel. Da draußen gibt es doch nur zwielichtige Typen. Ja, genau. Viele der Bewohner dort könnten das Zahnrad vielleicht zum Spaß rausgebaut haben oder weil sie festgestellt haben, dass ein solches Teil auf dem Schwarzmarkt Gold bringen kann. Ich weiß nicht genau, wie diese Leute denken, aber ich würde keinen unserer Arbeiter verdächtigen, sowas zu tun. Es ist das Beste, wenn wir den Täter finden. Aber hier werden wir ihn nicht finden. Wir müssen raus ins Freie gehen. Ich gehe. Macht euch keine Sorgen. In dieser Stadt wird niemand ohne Beweise eingesperrt. Aber bis ich den Schuldigen gefunden habe, dürft ihr Acholos nicht verlassen. Wenn etwas passiert, müsst ihr schnell zurück in die Kaserne kommen, okay? Ja, natürlich. Wir haben ein Zimmer in der Hafentaverne gemietet. Du kannst uns dort finden, wenn wir gebraucht werden. Die Tür wird immer für dich offen sein. War das eine Anspielung am Ende, oder was? Die Tür wird immer für dich offen sein. Was meinst du damit? Sie können sich frei bewegen. Habe ich mich verhört? Nein, du hast dich nicht verhört. Und du bleib auch in der Stadt, bis die ganze Sache aufgeklärt ist. Pass auf, da wir alleine sind, können wir wie Geschäftsleute reden. Es ist wirklich unvorstellbar, dass vernünftige Menschen... Komm zum Punkt. Worum geht's? Weißt du, die beiden gehen mir schon lange auf die Nerven. Sie beschweren sich ständig, hetzen andere Arbeiter gegen mich auf und sind auch nicht besonders schnell. Ich will sie schon seit einer Weile entlassen, aber ich brauche einen guten Grund dafür. Sie waren ziemlich gut darin, meine Angestellten aufzuhetzen. Eine Entlassung ohne triftigen Grund würde ihnen nur neues Futter für ihren Krieg gegen mich liefern. Was wäre denn ein guter Grund? Wenn sie schuldig gesprochen werden, müssen sie für die Kosten aufkommen, die ich mit der Anmietung von neuen Trägern haben werde. Ich werde ihnen so viel Gold abknöpfen, dass sie es nie zurückzahlen können. Sag mir etwas über die beiden und ich helfe dir, ein Bürger dieser Stadt zu werden. Und was ist, wenn sie unschuldig sind? Schuldig oder unschuldig, sie müssen für die ganze Sache bestraft werden. Dieser Fall wäre doch eine tolle Ausrede für eine exemplarische Prügelstrafe. Denkt daran, dass sie nur dann nach dem Gesetz verpflichtet sind, meine Kosten zu zahlen, wenn wir stichhaltige Beweise haben. So wie ich es verstehe, soll ich diesen Beweisen helfen, sich selbst zu finden? Du sagst es. Denkt einfach daran, wenn ich bei den Arbeitskräften spare, habe ich mehr Gold für die Leute, die gut für mich gearbeitet haben. Diese kleine, hinterhältige Schlampe, Alter. Die nehmen wir hops, aber so richtig hart.
Die nehmen wir so hart ran, die kann sich hinterher nicht mehr bewegen. Also, falls möglich ist. In der Mod jetzt hier. Hast du irgendeine Idee, was ein gutes Etwas sein könnte? Zum Beispiel, wenn du ein Zahnrad in ihrem Besitz gefunden hättest. Vor allem bei dem Dümmeren, wie heißt er? Recon, glaube ich. Wir könnten auch ein paar Zeugen gebrauchen, die sind besonders leicht zu finden. Denk dir was aus, ich zähle auf deinen Einfallsreichtum. Ja, dann ziehen wir darauf. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ja. Aber denk dran, Junge, sei vernünftig. Es lohnt sich, mit mir befreundet zu sein. Ja. Daran zweifle ich nicht. Wir sehen uns dann. Was machst du hier? Ich schleppe Kisten. Das muss anspruchsvoll sein. Nein, es ist. Es ist nur das Tragen von Kisten. Was ist daran so anspruchsvoll? Hast du nie versucht, dir etwas Besseres zu suchen? Nein. Warum? Du siehst stark aus. Du könntest bestimmt Schmied werden. Ich habe keine Zeit dafür. Ich bin beschäftigt. Mit Kisten schleppen? Nein. Wie ist das Leben? Du kümmerst dich um meinen und Vegos Fall? Ich hoffe, du weißt mehr über all das als ich. Hey. Wie geht's? Es wird besser laufen, wenn unsere Probleme mit Ramona vorbei sind. Sie ist eine gemeine Hexe. Oh ja. Du siehst nicht wie ein gewöhnlicher Arbeiter aus. Ist das eine Beleidigung? Brauchst du Schläge? Nein, ich meine, auf mich wirkt es, als wärst du nur zufällig hier. Nun ja. Vor langer Zeit war ich ein Noviz in einem Kloster. Ich kann lesen, ich kann schreiben. Ich habe einiges Wissen aufgeschnappt. Und übrigens, ich bin Vego. So ganz übrigens nebenbei, ich bin Vego. Bin Triebtäter in 10 Ländern, aber ist egal. Warum bist du kein Magier geworden? Ich habe beschlossen, dass es nichts für mich ist. Die ständige Arbeit, die Gebete, die Demut. Mir fehlte eindeutig die Berufung. Aber dort hattest du wahrscheinlich ein besseres Auskommen als hier mit den Kisten. Vielleicht habe ich hier weniger, aber dafür kann ich es für alles ausgeben, was ich will. Ich verprasse mein bisschen Gold lieber für ein paar Bier. Okay, gut zu wissen. Ja, der erste Vize, die fahren halt auf keinen Fall. Der eine ist viel zu dumm dafür. Das ist so halt so ein Kloppi. Und der andere ist so intelligent. Und ein guter Typ wahrscheinlich. So, wie spät haben wir das überhaupt? 20.39 Uhr. Wann sollen wir da hin? Göttlicher Wille war, oder? Nach Mitternacht soll ich ihn zum Innerschrein gleich außerhalb des östlichen Stadttors bringen. Hä? Ich dachte, ich muss die da treffen. Ja, ist gut. Leg den Zettel weg, Kollege. Ich kann sehen. Mich fragt ja keiner. Hier, Runa. Ich habe Neuigkeiten. Du hast dich mit dem Händler unterhalten? Ja, der war sehr misstrauisch. Er besitzt tatsächlich einige göttliche Artefakte und als ich ihm erklärte, wie wichtig dein Anliegen ist, willigte er ein, dir zu helfen. Warum ist er dann weggelaufen, als er mich vorher gesehen hat? Er hatte Angst, dass du seine Waren beschlagnahmen und ihn wegen Blasphemie ins Nienental schicken wolltest. Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Klar. Was hat er für mich? Er ist im Besitz des Auge Innos, das es ihm ermöglicht, die Zukunft zu sehen und so viele Gefahren zu vermeiden. Er behauptet auch, dass zur Aktivierung seiner verborgenen Macht ein Ritual des Feuers durchgeführt werden muss, das nur mit der Hilfe eines Paladins möglich ist. Großartig. Und wann gehen wir? Heute um Mitternacht. Wir sollen zum Innos-Schrein außerhalb des Ostores gehen. Ich weiß, wo das ist. Ich treffe dich um Mitternacht draußen vor der Kirche und wir gehen gemeinsam dorthin. Perfekt. Ja, dann würde ich mal sagen, wir machen ein Nickerchen, oder? Gute Nacht.
Mitternacht. So, wo steht er jetzt rum, der Eierkopf? Da ist er doch, oder? Ja. So, einmal speichern bitte. So, Runa. Hey, du. Zeit zu gehen. Folge mir. Genau das war der Plan, weil ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Kann der rennen? Ja, perfekt. Was ist jetzt passiert? Bürger Marvin? Okay. Ja, da wollen wir jetzt eh nicht hin. Nee, du kannst sitzen bleiben. Noch eine Münze gibt's jetzt nicht. Bin selber eine arme Sau. Die arbeiten. Wer denn schon wieder? Der führt mich auf Abwege. Der wollte erst woanders hin. Das ist doch wieder ein Hinterhalt. Pass mal auf. Paladine, den kann man nicht trauen. Übelster Leck, Junge. Meine Fackel raus. Und es wird gespeichert. Ah, da hinten ist die Statue, oder? Hab schon gesehen. Ja, da sind wir richtig. Jo, es steht denn da alles? Ist das safe eine Falle, oder? Es ist für alle schwer. Pfleger. Da sind wir. Können wir loslegen? Die Herrschaften für das Schauspiel? Ja. Hoch schickt uns. Ist das Feuerritual bereit? Ich kenne keinen Hub, aber wenn es um Rituale geht, lade ich dich ein, mit mir das Ritual von Feuer und Stahl zu vollziehen. Damit das Ritual erfolgreich ist, müssen wir etwas vom Blut des Paladins vergießen. Die Schweine. Am besten alles. Das hätte ich kommen sehen müssen. Glaubst du wirklich, du wirst mit uns fertig? Du missverstehst mich. Du kannst gehen, Junge. Sagen wir einfach, wir sind keine Freunde der Königlichen, besonders nicht seiner ritterlichen Vertreter. Natürlich muss unser Treffen ein Geheimnis bleiben. Wenn jemand davon erfährt, könntest du Schwierigkeiten bekommen. Nee, den Paladin lasse ich hier nicht alleine. Kannst du richtig vergessen, Kollege. Auf keinen Fall. Ich werde nicht zulassen, dass sie ihn tötet. Nun gut, dann wirst du sein Schicksal teilen. Schnappt sie euch! Jetzt bist du dran. Ja, machst du fertig. Ich lenke die anderen ab. Töte sie! Gut. Jetzt wie Opfer hier, Alter. Gut gemacht. Die hätten dann hier geschafft, oder? Oh, scheiße. Ich dachte, sie hätten uns... Ich muss sagen, für einen kleinen Jungen kämpfst du ziemlich gut. Soll nicht heißen. Aber Nettigkeiten beiseite. Wo ist das Artefakt? Und warum hast du mich zu solch gefährlichen Leuten gebracht? Es sieht so aus, als hätte uns der Händler eine Falle gestellt. Du hast versucht, mich zu töten, gib es zu. Du warst von Anfang an involviert. Kannst du für einen Moment ruhig sein? Ich dachte nicht, dass sie versuchen würden, uns zu töten. Sie wollten dieses komplette Ritual durchführen, damit du aufhörst, Schwachsinn zu reden. Du hast mich reingelegt. Du verdienst es, bestraft zu werden.
Beruhige dich und denke einmal klar. Die Götter haben keine mythischen Artefakte zurückgelassen. Alles, was zählt, ist dein Können und die Unterstützung der anderen Mitglieder des Ordens. Keine göttlichen Kugeln, um deine Arbeit gut zu machen. Verdammt, seist du, jemand wie du kann die Mission eines wahren Paladins nicht verstehen. Die Macht von Innos wird früher oder später mir gehören. Aber jetzt geh mir aus den Augen. Ich muss mit Tingra sprechen. Dieser alte Mann geht mir wirklich auf die Nerven. Okay, ich glaube, die Quest haben wir ordentlich verkackt. Alter, holy shit. Das ist ja richtig beschissen gelaufen, Alter. Aber so richtig scheiße. Also mit den Händlern reden wir nochmal ein Wörtchen. Ach du Scheiße, da bekomme ich doch niemals ein Empfehlungsschreiben jetzt mehr. Oh Mann, ey. Leichte Wunden. Mal die Fackel her. Ach du Scheiße, Mann. Ist die Mission scheiße gelaufen? Junge, aber welcher Idiot von den Händler heuert denn auch drei, vier Söldner an, um den scheiß Paladin zu töten? Zeig mal her, wie viel Leben hat denn der verloren? Junge, die hätten den nicht mal ohne mich geschafft. Im Moment haben es alle schwer. Ja, reinste Verarsche. Okay, sind die in diesem Bauernhof-Feld wahrscheinlich hier, wa? Oh Mann, ey. Die Quest ging ja richtig nach hinten los. Okay. Ab zum Feuermagier. Ach du Scheiße, der wird erstmal wieder eine Predigt halten, wie scheiße ich war. Da gab es bestimmt noch eine andere Lösungsmöglichkeit, oder? So, ihr solltet richtig sein. Wo ist denn dieser scheiß Marker schon wieder? Ich sehe den nicht. Alter, der Marker, der kotzt mich ja richtig an. Ich sehe den nicht. Dann gehen wir mal hier lang. Geil. Ich gehe im Kreis latscht. Geil. Nee, Hier ist jetzt Chateau, hier geht raus. Da unten ist er. Okay, warte. Muss geradeaus durch. Dann hier? Nee, hier nicht. Geradeaus weiter, da war die Händlergilde. Hier durch und dann links müssen wir. Ja, da ist die Kirche. Und der alte Sack Paint doch wahrscheinlich, oder? Dala. Ist er hier? Nee, ist er nicht. Also klar, dann warten wir jetzt hier. Ja, Überraschung. Die Mission ist verkackt. Hey. Hä? Bruno wird keine Probleme verursachen? Hey, wie kommt dann darauf jetzt? Der will doch jetzt... Ist ja komplett verkackt, die Quest. Der wird doch jetzt hierher kommen und den voll labern, dass er ihn ruhen lassen soll. Bruno wird keine Probleme mehr verursachen. Ja, ich habe mit ihm gesprochen. Der Junge scheint zur Vernunft gekommen zu sein und ich bin gespannt zu erfahren, was ihm geholfen hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Er bat mich, dieses göttliche Artefakt-Ding für ihn zu finden. Ich fand einen Kerl, der behauptete, es zu besitzen. Er hat uns in eine Falle gelockt und versucht, uns zu töten.
Offenbar hast du gute Arbeit geleistet und Bruna nicht verraten, als du die Gelegenheit dazu hattest. Wenn ich ihn verraten hätte, hätten sie mich sowieso nicht gehen lassen. Außerdem hätte ich dann die Demonstration von Runas Fähigkeiten verpasst. Du hast recht, er ist ein guter Schwertkämpfer. Ich habe in meinem Leben schon Besseres gesehen, aber ja, der Junge hat eine Menge Potenzial. Ich habe getan, was du wolltest. Zeit für die Belohnung. Du hast meine Erwartungen übertroffen. Du hast nicht nur unser peinliches Problem beseitigt, sondern Runa auch eine wichtige Lektion erteilt. Hier ist das Gold. Nimm auch diese Spruchrollen des Lichts mit. Sie soll dir in deinen dunkelsten Stunden den Weg zeigen. Irgendwie macht die Quest keinen Sinn für mich irgendwie. Naja. Wirst du mir etwas über Magie beibringen? Wenn du mir irgendwie zeigen kannst, dass du würdig bist, die Geheimnisse der Magie zu lernen, werde ich dich gerne in sie einweihen. Lass uns handeln. Ja, konntet ihr mir jetzt hier kein Empfehlungsschreiben geben? Keine Ahnung. So, dann besuchen wir mal den Händler. Hauen wir dem mal volle Pfund aufs Maul, wa? Überraschung! Lieber noch! Auf die Tür. Der Wichser, ich sehe dich doch! Mach den Schuppen auf! Brech die Tür ein. Ich komm von hinten. Wortwörtlich. Nee. Ist hier eine Klappe nach oben oder so? Eine Falltür? Was hattest du denn da drin zu suchen, ne? Halt die Fresse und komm runter. Kommt man da irgendwie rein? Von oben? Du dummes Stück Scheiße, wirklich. Wenn ich dich irgendwann kriege. Naja, gut. Die Zeit der Rache ist noch nicht gekommen. Okay, dann machen wir erstmal andere Quests, würde ich sagen. Geh mal zu Ruth, würde ich sagen. Oder wir könnten uns mal die Quest mit den Kran da machen. Wir schauen uns hier mal genau um. Ich gebe hier ein paar Beweise. Silberner Kelch. Überbrocken Teller. Mensch, halt die Schnauze jetzt da endlich. Der Husten, da bin ich. Gut, jetzt würde mir eine Mod helfen, wa? Die mir die ganzen Sachen anzeigt. Aber die funktioniert ja nicht. Ah! Fisch. Tränke, geil.
Fische nehmen natürlich alle mit. Hey! Vielleicht hat der Fischer was gesehen. Wie läuft die Arbeit? Ich habe Leute gesehen, die tüchtiger sind. Aber das ist mir zu viel. Ich verdiene lieber weniger, aber geil, habe etwas Zeit für mich. Ja. Gesunde Einstellung. Vielleicht die Obdachlose, die da rumstand. Warte mal. Oder auch nicht. Ihr könnt ja mal auf das Schiff gehen. Vielleicht gibt es da ein paar Beweise. Detective Lukas wieder am Start hier. Das ist richtig geil. Also ob der Fall nie löst. Nee. Gucken wir uns mal hier mal um. Die da Beute nehmen wir mit. Das ist eine kleine Tür, Alter. Okay, ist nichts zu finden. Da ist ein Fährmann. Ja, vielleicht wird er sehen, wenn er schon mit seinem Teleskop rumsteht. Nee. Na gut, dann gehen wir erstmal zu den Lagerhallen da hinten. Hier, Hut, ist er doch. Ach, für den seinen Auftrag habe ich ja schon. Im Tagebuch. Ich habe schon mit allen geredet eigentlich. Was mache ich eigentlich für eine Scheiße? Ich habe eigentlich schon mit allen geredet, habe ihre Aufträge. Ich muss die eigentlich nur abarbeiten noch. Oder nicht? Ja, hier. Frieda. Lurker-Küste. Wie viel Talentpunkt habe ich eigentlich? 37, ja, da könnte ich ein bisschen Einhand oder so lernen, oder Zweihand. Wie viel Gold habe ich? 300, oh, 300, wo habe ich 300 her? Ja, würde ich sagen, gehen wir zurück zum Dorf Silberbach. Weil da haben wir die Lurker-Kiste, Küste noch. Wenn wir Kiste sagen. Imas Boote haben wir da. Ja gut, zwei Aufträge haben wir da halt. Wir gehen erstmal dahin. Zurück. Dorf Sinn. Da ist er doch. Warte mal, komm mal zurück. Na Kollege? Schon wieder gesoffen? Warte mal, wir gucken erstmal hier hinten. Milch hat er getrunken. Ja, dann kann man ja nichts sagen. Na, Hallöchen. Kommt mal nach hier hinten. Eine schnelle Nummer. Hingehen. Zu deiner Mutter. Bring mich. Hier,
Helgas Taverne. Zur klagenden Sirene. Auf geht's. Warte mal. Okay, muss ich ja nicht folgen. Perfekt, Mensch. Wirklich ist alles. Mich fragt ja keiner. Die ganzen Obdachlosen. Sobald ich vorbeikomme, stehen die alle auf, Alter. Geht arbeiten, Freunde. Unten am Hafen gibt es bestimmt noch irgendwas. Oder wer die Jäger? Hat eine kleine Ausbildung. So schwer ist das alles heutzutage nicht. Pass auf, links. Der steht wieder auf. Direkt. Nein. Wärst du bereit, mir zu helfen? Ich brauche nur ein Goldstück. Ja, komm, hier, einmal helfen wir noch. Hier. Ich danke dir, Herr. Möge Innos dich beschützen. Ja, ja. Mein Lieblingsobdachloser. Deswegen haben wir den, nehmen wir den eben jetzt. So, jetzt raus aus dem Stadttor. Ich muss mir unbedingt die Teleporter kaufen. Hier, können wir mit Leon mal quatschen. Wie geht's? Kuno wird schon wieder verrückt vor lauter Ausgaben. Sein Onkel hatte recht, dass er das Vermögen seiner verstorbenen Mutter verprassen würde. Mhm. Kuno wieder am Fressen. Hey. Wie geht's? Schlecht. Die Bürger dieser Stadt sind zu beschränkt, um zu verstehen, wie Roba uns schadet. Der arme Roba, Alter. Überall wird er gemobbt. Jeder Mod. Die arme Sau. Ja, der Gute ist ja, war mit der Sprint-Mod, dass die Wege nicht so lange dauern. Stellt euch mal vor, ich müsste jetzt hier latschen, ganz normal. Wäre ja Stunden unterwegs. Oder ich bezahle so einen scheiß Läufer, der mich eskortiert, aber ganz ehrlich, nee, danke, ich will mein Gold behalten. Ich bin gierig, wie ihr wisst. Für den richtigen Preis, Leute, verkaufe ich euch auch meinen kleinen Bruder. Ist ein süßer Fratz. Immer ran dann. Da will ich aber schon mal auf den Tisch sehen. Ach schon, da steht einer. So, konntest du mir mal beibringen noch? Hey, du! Kaden. Unterrichte mich. Dann wollen wir doch mal sehen, was du kannst. Nee, okay. Holy shit, einfach mal. Der leckt ordentlich. Kräft den mal, wa? Ein Mistvieh weniger. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Da ist Scheiße. Eins von diesen Drecksviechern. Ein Mistvieh weniger. Okay, hat mir auch nicht versohlt. Speicher mal ab.
Ja, bei den Jägern habe ich alte gelernt gehabt, oder? Bloß in der Stadt war noch einer, der mir Zungen beibringen konnte. Zungen entfernen. Ich glaube, alles andere weiß ich inzwischen. Also aus dem Dorf hier auf jeden Fall. Wir gehen aber vorsichtshalber mit Markus noch mal gucken. Markus! Nee, wie gesagt, okay. Dann kann ich die erstmal anderweitig verbrauchen. Stufe 9 sind wir schon, Mensch. Jetzt ist die große Frage, auf was gehen wir? Gehen wir auf Stärke oder Geschick? Weil ich glaube, ich habe gesehen, dass einige Waffen auch Geschick brauchen. Selbst hey, du suchst nicht zufällig Arbeit? Ja, ich meine, ja, ich suche keine Arbeit oder nein, ich suche Arbeit? Nein. Erst sagst du ja und jetzt sagst du nein. Ich bin mir nicht sicher, ob du nun willst oder nicht. Der Wichser. Ja. Was? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich werde jemand anderen fragen. Warte mal. Oh, bei Innos. Ah, da sind sie ja. Flora, deine Reise endet nun. Mögen die Götter dir Einlass in ihr Reich gewähren. Und möge der barmherzige Adanos deinem müden Vater Schutz gewähren, bis er mit dir im ewigen Glück vereint wird. Nochmal danke für deine Hilfe. Ja, kein Problem. Eskil. Ich helfe immer gerne. Ich bin Samariter. Warte mal. Was hast du jetzt vor? Das ist eine gute Frage. Es ist die Aufgabe eines Vaters, sich um sein Kind zu kümmern. Ich habe es versäumt, mich um ihr Leben zu kümmern, also werde ich jetzt wenigstens dafür sorgen, dass ihr Grab nicht ungepflegt bleibt. Ich muss mir Arbeit suchen, um für all diese Kosten aufzukommen. Ich würde gerne wieder in den Handel einsteigen, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Händlergilde. Vielleicht kann ich dir helfen, in deinen alten Beruf zurückzukommen. Wenn du von irgendwelchen Geschäftsmöglichkeiten hörst, lass es mich bitte wissen. Wie ich sehe, behandelt man dich hier gut. Als alter Händler habe ich immer noch einen gewissen persönlichen Charme in mir. Ich kann verhandeln, aber ich werde nicht lange auf Pump leben können. Vielleicht ist das eine gute Sache. Geht es dir gut? Seit du die Sache mit meiner Tochter geregelt hast, wird es besser. Hey. Ja, okay. So, was stehen geblieben wollen. Also ich habe gesehen, dass einige Waffen auch Geschicklichkeit brauchen. Selbst zwei Händler, glaube ich. Wir gucken mal. Wer sagt denn sowas? Stone hat was Stone verkauft? Nee, er hat mich stärker gemacht. Hey, Thorsten. Es gibt nichts, was ich nicht reparieren kann. Was brauchst du, Junge? Kein Smalltalk. Zeig mir deine Ware. So. Ist eine Einhandwaffe, okay. Zwei Händler. Benötigtes Geschick 35. Zwei Händler, 35. Die gehen alle auf Geschick, die Scheißwaffen. Nee, die hier nicht. Also die Stöcke gehen auf Geschick auf jeden Fall. Die Axt geht auf Stärke. Zwei Handwaffe. Auch eine Einhandwaffe. Braucht Geschick. So eine Scheiße. Zum Glück habe ich damals beim Angeln Geschick ausgewählt und Stärke. Da habe ich mir direkt 5 Punkte gespart. Altes Krummschwert. Sieht ganz gut aus, muss ich sagen. Benötigt Geschick. 40. Ach du Scheiße. Wie habe ich? Es ist Zeit für mich zu gehen. 10. Nee, 15. Ach du Scheiße, das krieg ich ja nie zusammen. Jo. Würde ich bald sagen,
Kick auf ein. Ich müsste nicht mal auf Geschick jetzt gehen. Ich müsste eigentlich jetzt nur Einhand trainieren. Ich glaube, ich trainiere jetzt Einhand auf 30. Und das reicht dann erstmal und dann gucke ich mal, ob ich vielleicht auf irgendwann auf Zweihand oder so switche. Das ist mein Plan. Erstmal Einhänder trainieren auf 30. Das hat 20 Lernpunkte. Das war recht viel, ja. Aber wenn ich jetzt nur auf Geschick wieder trainiere und so weiter, kriegt die scheiß Lurker ja trotzdem nicht tot. Wisst ihr, wie ich meine? Weil die Kämpfe einfach ewig dauern und ich krieg nur auf die Fresse. So, wer kann mir Einhand beibringen? Machen wir es einfach so. Lehrer brauchen wir. Lehrer Silberbach. Volkart. Ach, Zweihand. Paulus. Hier direkt, oder was? Mit seinem scheiß Messer, will er mich verarschen? Als ob der mir Einhand beibringen kann, Mann. Das ist einfach nur ein Penner mit einem Messer. Glaubt doch kein Mensch. Naja, gut. Hey, du. Hier, 10 Gold. Ist das genug? Ja, das ist ein angemessener Betrag, der es mir wert ist, Albins Regeln zu brechen. Ich kann dir ein bisschen was zeigen. Denk aber daran, dass jede Lektion auch etwas kostet. Ja, schön. Das hätte ich mir denken können. Lass uns mit dem Training beginnen. Ich hoffe, du hast dich gut aufgewärmt. Deine Mutter hat sie aufgewärmt. Ach du Scheiße, Mensch, mit Gold, Mann. So, das reicht. Da war Kämpfer bei Einhand. 17 Lernpunkte haben wir noch. Ja, ein bisschen Gold. Okay, sollte reichen. Ja, sieht schon viel besser aus. Komm, passt. Vielleicht bleiben wir sogar auf Einhand. So, was machen wir jetzt? Wir müssen mit den Sander reden. Der lag ja in der Taverne beim Bette. Der simuliert ja wieder. Oder du. Martha, wir haben Arbeiten, die gefällt mir. Sander, wo bist du hin? Dummer Wichser. Magst du mal im Bett, Mann? Wie sie ganz genau? Nick, du Tier alt voll. Lederbeutel machen wir erstmal auf. Wir essen erstmal was. Blutig immer noch? Nee, perfekt. Da ist er doch. Ich bin wieder sturzbetrunken, die Wache. Du bist Zander? Hier, Bier. Ein Königreich und eine Krone für ein Bier. Hast du ein Bier für mich? Ich arbeite noch daran. Verschwinde von hier, oder ich kann für nichts mehr garantieren. Ich hau dir gleich einen Knüppel zwischen der Beine. So, die Masbote. Bastian, müssen wir reden. Ich brauche etwas, um Zander nüchtern zu kriegen. Irgendwelche Ideen? Ich habe schon lange niemanden mehr gesehen, der so viele Tage hintereinander verkatert war. Ich rate ihm seit einiger Zeit zu einer Pause und habe sogar einen kostenlosen Eintopf angeboten, aber ohne Erfolg. Der Kerl schüttet ein Bier nach dem anderen in sich hinein und am nächsten Morgen wiederholt er einfach die gleiche Behandlung mit dem gleichen Gift. Wenn er so weitermacht, dann kippt der Tod um. Das wäre mir auch völlig egal, wenn er nicht von der Händlergilde wäre. Wer weiß, wie Lorenzo reagieren wird, wenn er erfährt, dass einer seiner Männer direkt in meinem Gasthaus das Zeitliche gesegnet hat. Also, wie schaut es aus? Wirst du mir helfen? Gib ihm diesen Krug und sag ihm, es sei Vengada Export. Aber das ist nur Spülwasser. Ganz genau. Vielleicht bringt ihn das dazu, eine Zeit lang kein Bier mehr zu trinken. Außerdem, was können Sie auf dem Festland schon haben? Keine Trauben, kein Hopfen.
also trinken Sie Ihr Spülwasser. Hier, bitte sehr. Nur denk dran, wenn er fragt, woher du das hast. Sag ihm. Wie auch immer, lass dir was einfallen, solange du nicht sagst, dass ich es dir gegeben habe. Ich kann aus Kümmern für Eier. Ich habe, wonach du suchst. 27? What? Hier, das ist für dich. Alter! Oh. Ja gut, ich kann mir die meiste wieder zurückgehen, du dumme Scheiße. Bier, Bier, ein Königreich und eine Krone für ein Bier. Hast du ein Bier für mich? Das sollte dich wieder auf die Beine bringen. Schon gut, geht es mir. Was zum Teufel ist das? Es schäumt mehr als ein wütender Mulhead. Vengdada Export. Was? Vengdada Export. Ich habe es geschafft, eine Flasche davon in der Stadt zu bekommen. Angeblich soll es durch den geringen Alkoholgehalt gut gegen einen Kater wirken. Wenn es aus Vengdad ist, muss der König selbst es trinken. Ach, was soll's. Schlimmer kann's nicht mehr werden. Dima wartet auf einen Bericht von dir. Sie ist, wie immer, ungeduldig. Ich sollte mich hier mit einem Handwerker treffen, um mit ihm zu verhandeln. Seine Waren könnten Dima helfen, ein profitables Geschäft zu eröffnen. Das Problem ist, ich warte hier schon seit Tagen auf ihn und er ist noch nicht aufgetaucht. Ich weiß nicht, ob er abgehauen ist, von Molretz gegessen oder von Banditen angegriffen wurde. Um ehrlich zu sein, es interessiert mich nicht wirklich. Ich soll hier warten, also warte ich. Dima gibt mir für diesen Auftrag eine Menge Gold, also werde ich nicht jammern. Sag ihr alles, was ich dir erzählt habe. Aber solltest du ihn wie durch ein Wunder finden, komm sofort zurück zu mir. Ich muss wissen, was als nächstes zu tun ist. Warum warst du letzte Nacht so betrunken? Was? Darf sich ein guter Söldner nicht ab und zu betrinken? Ich sitze hier in diesem Gasthaus nur seit Tagen und bin es leid, mit den Dorfbewohnern zu sprechen. Ich habe mich entschieden, jetzt etwas Spaß zu haben. Das Bier, das hier ausgeschenkt wird, schmeckt wie Orkpisse, aber immerhin besser als nichts. Wie auch immer, ich werde hier nicht weggehen. Solange ich hierfür bezahlt werde, will ich mich nicht beschweren. Wirst du bezahlt, um in einem Gasthaus zu sitzen und billiges Bier zu trinken? Weißt du, du musst nur wissen, wie du dich selbst einsetzen lässt. Für die Händlergilde zu arbeiten, ist nicht so schlecht. Ich habe es gemerkt. Na gut, Leute. Das hat sich jetzt aktualisiert. Sander hat mir erzählt, dass er mir einen Handwerker treffen wollte, der aber nie aufgetaucht ist. Obwohl Dima nur wollte, dass Sander wegen der Neuigkeiten finde, wird sie wohl nicht zu schätzen wissen. Wird sie es wohl zu schätzen wissen, wenn ich die Angelegenheit mit ihm zu Ende bringe. Vielleicht kann ich den Söldner überzeugen, Sommen nach dem verschwundenen Handwerker zu suchen. Weißt du, wie der Mann aussieht? Nach dem, was Dima sagte, ist er ein dünner, großer Kerl mit dunklen Haaren. Er sollte eine Schmiedeschürze tragen. Das ist alles, was ich über ihn weiß. Okay. Na gut, Leute. In der nächsten Folge machen wir dann hier weiter. Und kümmern uns auch um die anderen Quests. Um natürlich die Empfehlungsschreiben zu bekommen. Um ein bisschen ein Tagebuch leer zu bekommen. Ich hasse es ja, wenn so viel offen bleibt, war. Juti, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein.